wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch. Es geht los mit einem neuen Video. Und hinter mir ist ein Auto, das der eine oder andere vielleicht kennt, der ab und zu mal auf der Nordschleife ist. Und zwar der E46 M3 S54 von Captain Gaskrank. Er hat einen zweiten E46 M3, aber da gibt es dann später ein Video von. Das Auto hat er uns gebracht. Motor, ist eine Airbox drauf, eine Carbon-Airbox drauf, Nocken sind drin, Sportcuts sind drin, Software-Serie. Fahrzeug war mal SMG, wurde umgebaut auf Handschalter. Und wir werden das Auto heute abstimmen. Ganz wichtig, abonniert, macht die Glocke an, folgt mir auf Franz Simon Drift und Simon Motorsport. Wir haben jetzt hinten mal andere Räder draufgeschraubt für die Leistungsmessung, dass wir nicht mit den Semis auf dem Prüfstand müssen. Also nicht wundern, warum die anderen Räder drauf sind. Wir gucken uns die Kiste jetzt mal an, weil das wirklich ein sehr, sehr schön gebauter E46 M3. So! Ein wunderschönes Kfz. Wie gesagt, die Räder gehören da normalerweise nicht drauf. Da sind hinten auch nochmal die BBS drauf natürlich. Ist ein mega Full-on-Track-Tool. Guckt euch das mal an. Richtig, richtig, richtig geil. Und nochmals, das Auto war vorher im SMG-Getriebe und hat jetzt ein 6-Gang-Handschaltgetriebe drin. Und wie wir auch hier sehen können, dicke Airbox ist drauf, ne? Ohne Luftmassmesser, das heißt Alpha-N-Abstimmung werden wir machen. Und dann gucken wir mal, wie viel Bums wir aus der Kiste hier rauskriegen werden. Aussehen tut er richtig geil. Und wir hoffen natürlich, dass wir leistungsmäßig, ja, vielleicht, gucken wir mal, 370, 380 wäre natürlich schon extrem geil. Aber schauen wir mal, wie sich der Motor so verhält und wie er jetzt halt mit Seriensoftware läuft. Das müssen wir erstmal rausfinden. Deswegen machen wir jetzt die Leistungsmessung und dann schauen wir mal, wie viel Bums hat dieser E46 M3, der einen gemachten Motor hat, ne? Mit Köpfen und allem, wie viel Bums macht er jetzt mit Seriensoftware und wie viel kriegen wir da raus? Aber wie viel er jetzt macht, das erfahrt ihr jetzt. Also, gucken wir mal. Die Leute, die S54 kennen vom Klang her, ist Geschmackssache, ja, ist ein bisschen blechernd, aber können auch ganz geil klingen. Und beim S54, da spielt auch eigentlich eher vorne die Musik. Also, wir machen es mal anders. Wir werden diesmal die Kamera vorne hinstellen, dass wir die Airbox-Sound hören, nicht hinten. Also, enjoy. So, meine Lieben, ich würde sagen, das Ding läuft richtig gut und die Basis ist mega. Ich meine, der ganze Motor ist gemacht, Airbox drauf, Sportcards, Nockenwellen und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt noch Software machen, dann bin ich mal gespannt. Ich zeig's euch mal. So, also die Kurve sieht sehr schön aus. Man sieht, ab 6,5 ist noch mal richtig was los hier, ne? Und wir haben 378 PS, 366 Newtonmeter. Das ist schon krass. Und jetzt, meine Freunde, jetzt werde ich nämlich anfangen, ein klein wenig zu zaubern. Und dann gucken wir mal, wie viel Bums wir aus dem Auto rauskriegen. Also bleibt dran, speziell E46 M3, Freunde. Das wird sehr, sehr interessant. So, meine Freunde, es ist 3 Tage später jetzt. Denn ich kann euch sagen, diesen S54 sauber abzustimmen mit der Carbon Airbox, Alpha N, allem Pipapo, dass der sauber läuft, ist wirklich nicht so easy gewesen. Ich habe schon ein paar davon gemacht. Aber dieses Auto habe ich mit besonders viel Liebe behandelt. Nein, ich behandle alle Autos mit besonders viel Liebe, aber ich habe wirklich geguckt, dass, also wirklich nachts zu Hause, auf dem Sofa, tagsüber, dies, das, ich habe wirklich alles möglich gemacht, was möglich zu machen ist, um hier mehr Leistung rauszuholen. Denn jedes PS bei dem Auto, oder beim S54 Motor generell, jedes PS ist mühselig. Die Autos sind nicht so tuningfreundlich, das geht nicht so einfach. Ja? Man kriegt da nicht einfach so viel Leistung raus, mal eben hier, bisschen da, bisschen hier und die laufen. Gerade auch mit der Airbox, die Luftmasse, die da reinkommt, ist so hoch.
dass man immer damit kämpft, dass das Auto immer einen Ticken zu mager läuft. Das heißt, Lambda zu applizieren ist extrem schwierig und Breitbandsonde hat das Auto auch nicht. Deswegen müssen wir mit einer Sonde natürlich auch mit einer Sonde arbeiten, die wir in den Auspuff stecken, damit wir auch da ganz genau sehen können, was da für ein Lambda fährt. Auf die Werte, die OBD ankommen, da verlasse ich mich bei dem Auto nicht drauf. Deswegen fahren wir da nochmal mit einer extra Sonde, um wirklich sicherzustellen, dass die Lambda-Werte passen. Wir messen jetzt und dann gucken wir gleich mal, wie viel Bums denn wirklich dabei rausgekommen ist. Also Auto läuft und ich bin extrem happy mit dem Ergebnis. Das war echt, das war nicht einfach, aber ich zeige es dir mal. So meine Lieben, also ihr könnt ganz genau sehen, ne? Wir haben in diesem Bereich hier ca. 25 Newtonmeter mehr und in dem Bereich hier ca. 20 PS mehr, hier ungefähr 15 PS mehr. Wir haben ein bisschen mehr Drehzahl, 200 Umdrehungen mehr, um genau zu sein. Und von der Leistung her sind wir bei 397 PS und 380 Newtonmeter. Die 4 haben wir nicht geknackt, aber es ist auch gar nicht so schlimm. Ich bin der absolut festen Überzeugung, dass bei dem Auto nicht ein PS mehr gehen sollte. Oder nicht mehr gehen. Ich glaube es nicht. Ja? Das Auto fuhr vorher ungefähr 24 Grad Zündung. Und im gleichen Drehzahlbereich fahren wir jetzt so 27,5 Grad Zündung auf dem Prüfstand, ja, wo es eh relativ heiß ist. Ich denke mal, dass wir auf der Straße noch ein bisschen mehr umsetzen können. 1 Grad mehr ist noch programmiert. Ich denke, auf der Straße würde er sogar 28,5 fahren, dann müsste er sogar fast die 400 PS haben. Hat er sie sogar. Aber es geht ja auch mehr um die Fahrbarkeit bei dem Auto und das Auto lebt halt auf der Rennstrecke, kriegt nur Vollgas. Nur. Der Fahrer ist auch crazy, der fährt wie Sau. Also gut, sehr, sehr gut und fährt halt nur Nordschleife. Und da bin ich mal gespannt, wie das Feedback von ihm sein wird. Wenn ihr auch euren E46 M3 abgestimmt haben wollt, mit Box, ohne Box, Alpha N, kein Alpha N, sagt mir Bescheid, meldet euch bei uns, entweder telefonisch oder per E-Mail. Das war's von mir. Nicht vergessen, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.